Jo, herzlich willkommen zum Q&A. Ja, wir waren heute richtig kalt baden, würde ich sagen, weil mittlerweile ist es nicht mehr so warm. Wir haben jetzt morgens sogar um die 11 Grad. Wir haben jeden Abend die Standheizung an mittlerweile für eine halbe Stunde. Und wir sind jetzt hier in den Marken bei der Mutter von Kathi und wir dürfen jetzt hier ein paar Tage stehen und sind heute Morgen in den Pool gesprungen. Übrigens, Kathi und Jakob, die kennt ihr beide noch aus Fuerteventura, falls ihr unsere Videos damals noch schon gesehen habt. Da haben wir auch eine große Roomtour gemacht mit allen Leuten, die so mit uns zusammengereist sind. Und Jakob und Kathi haben ihr Auto auch für uns geöffnet und für euch geöffnet. Jo, und wir nehmen euch jetzt mal mit und starten mal das Q&A. So. Frage Nummer 1. Was sind die Unterhaltungskosten für den Van, Versicherung, Steuern und so weiter? Wir zahlen ungefähr 320 Euro Steuern und 350 Euro Versicherung im Jahr. Pro Monat geben wir rund 1000 bis 1200 Euro aus für uns beide. Und da ist dann auch alles mit drin. Also Sprit, Essen, ja, eventuelle Fährfahrten. Krankenversicherung. Ja, so 1-2 kann man im Durchschnitt sagen. Ja, dann haben wir aber auch wirklich sehr gut gelebt. Wer mehr dazu wissen möchte, dem verlinke ich hier oben mal ein Video. Das haben wir vor ein paar Monaten gemacht und da gehen wir ganz detailliert auf die Kosten ein, die wir im Monat im Vanlife haben. Nächste Frage. Wie waren die ersten Tage im Vanlife bei euch? Eng? Man hat sich erstmal überall gestoßen. Wir beide. Ich habe mir sogar einen Zahn ausgeschlagen. Sind uns öfter in die Quere gekommen. Das heißt, dass wir aneinander geknallt sind. Aber ja, es war sehr eng und alles ist ein bisschen langsamer abgelaufen, weil man kann halt selten zwei Dinge gleichzeitig machen. Man muss immer erst eine Sache abschließen, bevor man die nächste Sache macht. Aber die ersten Tage waren auch super befreiend, weil wir haben vorher unsere ganzen Sachen aus der Wohnung verkauft, beziehungsweise das, was wir unbedingt behalten wollen, bei meinen Eltern auf den Dachboden gestellt. Und somit haben wir hier nur auf unseren 8 Quadratmeter unsere Lieblingsstücke und es war auch schon ein sehr befreiendes Gefühl. Mhm. Und ich kann auch für mich reden, es war für mich ungewohnt und ich hatte sogar mehr Angst, im Van zu schlafen nachts, weil es einfach so was Neues war, so in einem Auto, in irgendeinem Ort, den man nicht kennt, zu übernachten. Also da war ich schon anfangs ängstlicher. Ich würde sagen, jetzt ist es schon besser geworden. Ja, viel besser. Also natürlich gibt es auch Orte, wo ich mich nicht wohlfühle. Aber das ist noch das, was ich mich erinnere, dass man nachts noch etwas unruhiger geschlafen hat, weil man sich noch unsicherer gefühlt hat. So, letzte Frage. Von was lebt ihr und wie finanziert ihr euch die ganze Reise? Und anschließend dazu auch die andere Frage, verdient ihr Geld mit Instagram? Ja, wir finanzieren uns das Ganze über Instagram und YouTube. Wobei man sagen muss, Instagram ist nur die Plattform, die bezahlt uns für uns. Genau, das heißt, wir werden von Kunden gebucht, die mit uns quasi auf Instagram Kooperation eingehen möchten, dass wir ein Produkt vorstellen können, wenn es uns natürlich gut gefällt und wenn wir es auch lang genug getestet haben, um es auch weiter zu empfehlen, dann machen wir das auch. Ja, also wenn ihr bei Instagram Werbung von uns seht, dann verdienen wir so Geld und bei YouTube verdienen wir allein schon Geld, weil ihr unsere Videos schaut. Genau. Da spielt nämlich YouTube Werbung ein, da haben wir überhaupt gar keine Kontrolle, so wirklich. Oder auch über Kooperationen von Kunden, die uns über YouTube. Ja, auf YouTube auch. Und das dritte ist, dass wir eigene Produkte, eigene Projekte haben. Aktuell arbeiten wir an einem E-Book. Das erzählen wir schon ganz schön lange. Coffee-E-Book. Dauert auch sehr lange, ja. Wir bringen uns halt auch alles selber bei. Und es dauert länger als geplant, aber wir wollen es auch schön machen. Aber wir sind bald fertig. Und dann gibt es noch ein Video darüber auf YouTube. Das verlinken wir euch auch. Da gehen wir auch nochmal sehr detailliert drauf ein, wie wir unser Geld verdienen. Und da kommen wir zur nächsten Frage. Was war bisher euer liebstes Reiseziel bzw. eure Top 3? Hast du da welche? Also ich würde auf jeden Fall sagen, Italien ist ganz oben dabei. Ja, okay, das kann ich auch sagen. Aber ich kann das einfach nicht so, kann mich nicht entscheiden, weil jedes Land ist so unterschiedlich und überall gibt es Vor- und Nachteile. Ja, wir haben halt die Länder auch unterschiedlich bereist. Also wir sind ja teilweise per Anhalter durch die Galaxie gereist.
Und da war, hast du halt einen ganz anderen Eindruck von dem Land bekommen. Ich muss schon so sagen, so als Backpacker fand ich Myanmar und Türkei schon richtig Bombe. Also wo wir so per Anhalter unterwegs waren. Ansonsten fand ich Thailand sehr schön. Auch. Australien war aber auch sehr schön. Also ja. Ich kann keine Top 3 nennen. Das fällt mir bei Essen schwer, das fällt mir bei Kaffee schwer, bei den Reiseländern auch. Überall da, wo wir waren, haben wir gute Menschen getroffen und deswegen waren alle irgendwie auf ihre Weise schön. Nächste Frage. Willst du die nächste Frage im Pool beantworten? Im Pool? Im Pool beantworten die nächste Frage. Ja, im Pool, doch. Mach mal hier so ein bisschen Gossener Pool rein. Ja, wir haben ja auch schon, wir haben Zuschauer dabei. Ja. Da, schaut mal. Also für meine Hallo. Müsst ihr ein bisschen was tun. Rein, so während wir reinspringen, die Frage beantworten. Beim Reinspringen. Also haben wir maximal das ist zwei. Das ist interessant, das Ganze. Mit dann, so einem flachen Körper, das sehe ich praktisch vor. 2 Sekunden Zeit haben wir da. Die Frage haut mich ja schon richtig aus den Socken. Ich hab da was im Gefühl. Was ist der nächste? Lebt ihr vegan? Wenn ja, wie schwierig leicht ist es? Auch Reisen damit? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es teilweise als Backpacker je nach Land sehr leicht oder sehr schwer ist. Also wir waren in sehr fleischlastigen Ländern unterwegs. Da wurden wir teilweise ausgelacht, weil wir uns da noch vegan ernährt haben. Aber wir waren nie sehr streng damit. Also da waren wir schon überwiegend vegan. Jetzt sind wir ein bisschen entspannter, was ja, das angeht. Ja, würde ich schon sagen. Aber nach wie vor kochen wir sehr viel vegan auf dem Van, deswegen denken auch immer viele, dass wir vegan sind. Und wenn wir dann mal zeigen, dass wir Käse essen oder ein Ei, dann kommen auch immer oft halt Fragen bei Instagram, ob wir denn nicht vegan seien. Ist halt nicht so, aber wir versuchen natürlich, ja, überwiegend ernähren wir uns schon vegan, vegetarisch. Aber wir machen auch Ausnahmen. Aber es gibt auch einige Ausnahmen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel im Van essen, wir kaufen kein Fisch und kein Fleisch im Van, weil ja, ist es halt ein kleiner Raum und es riecht dann halt sehr stark, wenn man das zubereitet. Aber wenn wir jetzt irgendwo eingeladen sind und es gibt da Fisch oder Fleisch, dann sind wir da auch nicht so streng. Wenn wir Lust drauf haben, dann greifen wir da auch. Probieren wir das. Also wir ernähren uns eigentlich sehr intuitiv. Also auch wenn wir so einkaufen gehen, gibt es selten irgendwie eine krasse Einkaufsliste, sondern wir kaufen das ein, worauf wir irgendwie Lust haben. Und ja, essen eigentlich auch das, worauf wir Lust haben. That's it. That's the big question, wo man sich die Finger verbrennen kann heutzutage. Man traut sich ja manchmal gar nicht mehr so richtig, das zu sagen, wie man sich ernährt, weil... Ja, weil. Weil, ne? So, und jetzt the next question, bitte. So, unsere Audience, die sagt hier, es geht jetzt los nach Jesi. Oder? Schnell. Also Jesi ist hier eine wunderbare kleine Stadt, in der wir noch nicht waren. Aber wir wollen da auch unbedingt mit. So, und jetzt haben wir noch ein paar offene Fragen, deswegen setzen wir uns da mal nach hinten. Na? Zu Melli. Und der Countdown läuft. Los, komm, jetzt red nicht so viel. Nächste Frage. Wie würde der Titel eurer Autobiografie lauten? Wir haben gestern kurz darüber in der Runde gesprochen und dann kam eine sehr gute von der Lara und das war More Espresso, Less Depresso. Ah. Oder Less Depresso, More Espresso, so rum, oder? Ach, das kam dabei raus. Ja, das ich kann mich an was anderes erinnern. Dann kam noch eins, was ich kann mich auch erinnern, 2 Menschen leben im Auto und kacken in Tüten. Ach, das war auch nochmal eine, ja. Das ist auch mein Favorit. Also es kommt natürlich drauf an, wie wir das Ganze gestalten. Haben wir da so ein bisschen Humor mit dabei und beantworten das so nicht ganz so ernst, dann könnte das wirklich ein ernsthafter Titel werden. Man merkt, wir haben uns da noch keine Gedanken drüber gemacht. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Wie fehlt da für eure Fotos? Herzsmiley. Ich glaube, das musst du beantworten. Du machst ja die ganzen Fotos. Also wir bearbeiten unsere Fotos mit Lightroom und ich habe mir da auch mal so über die Jahre immer mal so Presets runtergeladen, so fertige, weiß nicht, sogar kostenlose, die ich irgendwo gefunden habe, aber habe die dann immer noch selbst auch noch dann bearbeitet, also das Licht und keine Ahnung, alles Belichtung, was man da alles sonst noch manuell verändern kann, habe ich dann immer so für meine Bilder oder für unsere Bilder
angepasst und dann habe ich daraus quasi ein persönliches Preset erstellt. Ja, aus all den ganzen Bildern, die dir so gefallen haben, ne? Genau, verschiedene Lichter und ja, so sind dann irgendwie unsere Bildgestaltung ist dann irgendwie, hat sich dann so entwickelt. Genau, aber mit Lightroom. Also, wir wurden gefragt, ob wir mit unserem Mercedes-Basismodell zufrieden sind. Dazu muss ich einmal sagen, nein, weil wir gar kein Mercedes haben. Wir haben ein VW LT 32. Ja, aber das ist ja eigentlich dasselbe Modell wie jetzt ein Mercedes Sprinter und wir sind richtig happy. Ja, also würden wir uns den wieder mit so vielen Fenstern holen, war auch die Frage. Auf jeden Fall. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns dieses Auto geholt haben und wir sind immer noch super glücklich damit. Wir haben beim Ausbau ein paar Fehler gemacht. Die würden wir jetzt halt nicht mehr machen. Unter anderem würde ich viel mehr Stauraum von vornherein einplanen und ich würde aber auch jetzt sowas wie eine Indoor-Dusche mit einbauen, weil ja. Und eine Standheizung, die haben wir erst jetzt nachrüsten lassen. Die würden wir auch von Anfang an reinmachen, weil natürlich viele Fenster, natürlich kommt mehr Kälte durch. Ja, viel Wärmeverlust auch. Ja, also ich muss sagen, es ist für mich gerade Luxus pur, wenn ich abends ins kalte Auto steige und wir die Standheizung anmachen können. Also es ist echt ein tolles Gefühl. Ja, und eine Klimaanlage würde ich aber auch einbauen, weil ich glaube, das ist auch ein tolles Gefühl bei 40 Grad in der Hitze. Also ihr seht, wir entwickeln uns zu den Luxuscampern. Wir werden so richtige alte Luxuscamper. Aber es ist ja schon was anderes, wenn man dann halt darin 1,5 Jahre lebt dann. Ja, umso älter man wird, ne, umso, ja, da werden die Prioritäten anders. Ich sag ja mittlerweile auch lieber schlecht gesessen als gut gestanden. Freunde, die nächste Frage ist, wie hat Vanlife eure Beziehung verändert? Wo geratet ihr an eure Grenzen? Welche Schwierigkeiten gibt es? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also Schwierigkeiten gibt es dann, wenn wir uns streiten und man einfach nicht raus kann. Und sagen kann, ich bin verabredet, bin noch Freundin, tschüss. Ich gehe jetzt einfach mir ich brauche jetzt mal 2 Stunden Ruhe. Ja. Oder wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Das ist ein bisschen schwieriger. Das geht halt wenn man gerade irgendwo in der Natur ist, klar, man kann spazieren gehen, um einfach mal kurz den Kopf frei zu kriegen. Aber meistens lernt man, sich schneller zu versöhnen, weil man merkt, es ist einfacher. Das Leben ist einfacher doch. Ja, das stimmt schon. Also meistens streiten wir uns auch bloß, wenn es halt irgendwie so um Sachen wie die Arbeit geht. Sonst streiten wir kaum, weil wir beide vielleicht unterschiedliche Ideen haben, wie wir etwas zeigen, wie wir etwas machen wollen. Und eigentlich sind das so 99% aller Streitigkeiten. Mhm. Und was halt eine Schwierigkeit ist, aber das führt halt jetzt nicht so zu Streitigkeiten, aber das muss man sich ja auch mal überlegen, ist, wenn man jetzt eine normale Wohnung hat und einer will einkaufen gehen, ja dann geht auch einfach so. Aber wenn hier jetzt einer halt oder wenn wir einkaufen müssen, das müssen ja immer das ganze Haus mit. Auch wenn jetzt zum Beispiel ich keine Lust habe, einkaufen zu gehen oder Melli keine Lust hat, sie muss ja trotzdem mit. Aber der eine kann im Auto bleiben. Ja, du kannst im Auto bleiben. Ins Bett legen. Ja, das geht schon. Genau. Das geht schon. Ja, aber verändert... Aber es ist halt so. Nein, ich meine, die Beziehung verändert sich sowieso im Laufe des Lebens, würde ich sagen. Also am Anfang hatten wir andere Streitpunkte wie jetzt, aber ich... Ich weiß nicht, ob das jetzt halt irgendwie mit Vanlife zu tun hat oder nicht, aber es war ja schon damals unser Traum, dass wir, dass wir unseren Tag zusammen verbringen und nicht von morgens bis abends arbeiten gehen und dann halt uns nur abends sehen. Deswegen haben wir uns ja bewusst für dieses Leben entschieden und sind heute noch sehr glücklich drüber. Auf jeden Fall. Oh, das war ja süß, Schatz. Okay, die letzten 2 Fragen kommen jetzt. Was kommt nach Italien? Also wir werden demnächst jetzt nach Sardinien fahren. Genau. Das gehört ja auch noch zu Italien, aber ich glaube, damit ist das so gemeint. Wir verlassen das Festland mal wieder und begeben uns auf eine Insel. Dort werden wir ein paar Wochen bleiben und dann geht es so im November, Dezember nach Spanien und Portugal. Und dann kommen wir schon zur nächsten und letzten Frage. Korrekt. Wo werden wir überwintern? Also jetzt mit Standheizung haben wir uns gedacht, wir können in Norwegen überwintern. Nein, Spaß. Das machen wir nicht. Wir bleiben trotzdem im Süden und unsere Idee ist es, dieses Jahr in Marokko zu überwintern. Ja, wir hoffen, es wird klappen, weil man weiß ja nie, es kann sich immer irgendwas ändern, aber das ist unsere Idee, dass wir dieses
Jahr den Winter in Marokko verbringen möchte. Auf dem afrikanischen Kontinent. Also ich freue mich da richtig drauf. Marokko mit seinen bunten Farben, mit seinen Bergen und ja auch so ja, mit seiner ganzen Geschichte. Auch die Kultur. Wir mögen ja so ganz gerne die arabische, muslimische Kultur. Waren auch viel im Iran, in der Türkei unterwegs und haben da sehr, sehr nette Leute kennengelernt. Und von daher hoffen wir uns natürlich, dass wir in Marokko da so anknüpfen können und wieder richtig coole Erfahrungen machen. Also mit dem Van ist es natürlich immer ein bisschen was anderes. Ja, wir sind schon gespannt und auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Wir wollen also im Januar wollen wir hin. Und ja, bis dahin machen wir uns auf jeden Fall noch eine schöne Zeit im Süden Europas. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ja, und falls ihr Kaffee trinken wollt, vergesst nicht, wir haben jetzt auch eigenen Kaffee. Der schmeckt richtig lecker und den könnt ihr auch kaufen. Also falls ihr da Bock habt auf eigenen Kaffee. Ja. Machen wir euch unten einen Link rein. Und ja, somit verabschieden wir uns. Wir gehen jetzt ein Bierchen trinken und zwar ein Bockbier, made in Italia. Aber erstmal gehen wir auf den Markt, nach Jesi. Ein bisschen shoppen und dann shoppen. Wünschen euch. Okay, wir gehen. Alles Gute. Ich komme jetzt nicht mehr hier hoch. Passt auf, wo ihr im Internet draufklickt. Kann ganz schön gefährlich werden. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.